herzlich willkommen zu Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm. Wenige Stunden noch, dann wird der Wechsel kommen von dem alten Jahr 2011, was ein ganz schlimmes Jahr in unserer Familie war. 3 Todesfälle innerhalb kürzester Zeit, begonnen am 26. Juni 2011, gefolgt dann im September und ein weiterer Todesfall im Oktober. 3 Todesfälle innerhalb der Familie, innerhalb von wenigen Monaten, innerhalb von 6 Monaten. Es war für uns ein schlimmes Jahr. Ich hoffe, es war nicht bei allen ganz so schlimm, das Jahr 2011. Ich hoffe daher ganz besonders, so kurz vor dem Jahreswechsel, dass das Jahr 2012, dass sie einerseits an allererster Stelle natürlich ein gutes Vor-Silvesterfest haben werden und gut in das Jahr 2012 kommen, und dass das Jahr 2012, dass es Glück, dass es Frieden, Gesundheit und Wohlergehen bringt für alle unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, denen ich an dieser Stelle ganz herzlich und besonders danke, von Radio TV IBS Liberty, von Independent Broadcasting Service Liberty. Seit 1986 wirken und arbeiten wir für die internationale Völkerverständigung in Kooperation mit British News Fashion Magazine und in Kooperation auch mit weiteren Medien. An dieser Stelle kommen Sie gut in das Jahr 2012, ein frohes und glückliches Silvesterfest und viel Freude, viel Frieden, viel Glück, Liebe und Gesundheit, und nur das Beste wünsche ich Ihnen für das Jahr 2012. Möge es ein besseres, friedvolles und gesundes Jahr für möglichst viele Menschen und Tiere werden. Das wünsche ich Ihnen von dieser Stelle aus. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort, und wenn Sie zwischen den Jahren vielleicht eines meiner neuesten Bücher lesen wollen, ich bin Autor und Schriftsteller von 10 Büchern, wirke seit 1984 als französisch-deutscher Journalist international in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland, zeitweise auch in den USA, dann bitte ich Sie, vielleicht auch mal meine Biografie zu lesen. Die ist erst im November 2011 erschienen, veröffentlicht worden. Und die können Sie in jeder Buchhandlung finden. Heißt Andreas Klamm, Pflege und Journalismus, Bibliografie, Biografie. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet bei oterrapro.de. oterrapro.de, da finden Sie weitere Informationen zu meinem neuesten Buch, Nummer 10. An 2 weiteren Büchern arbeite ich noch und natürlich noch an vielen weiteren Medienprojekten und auch Schriftstellerprojekten, die Sie dann demnächst auch in den Buchhandlungen und zum Teil, leider nur ausdrucksweise, auch im Internet lesen können, auch bei Google Books und bei so vielen anderen Dienstanbietern. Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Und bleiben Sie bitte gesund. Wenn möglich, werden Sie wieder gesund, wenn Sie nicht gesund sein sollten. Ihr Andreas Klamm-Saberort.